Hallo, wir sind Dermalogica. Als Hautpflegeexperten steht die Gesundheit der Haut für uns im Vordergrund und das seit 35 Jahren. Um dich regelmäßig mit Infos und Neuigkeiten zu versorgen, gibt es jetzt unseren Podcast Dermalogica Skin Talk. Hol dir deine Hautpflegetipps direkt von den Dermalogica-Experten und freu dich über gesunde, strahlende Haut. Ja, hallo, schön, dass ihr jetzt hier euch unseren ersten Podcast anhört und vielleicht auch mal die Frage ganz am Anfang, wer ist eigentlich Dermalogica? Und da könnte man versuchen, das ganz einfach zu beantworten, und zwar sind wir eine professionelle Hautpflegemarke und das Besondere daran ist, wir sind gegründet worden von Jane Wirwand, das ist eine Hautpflegeexpertin, die selbst also tatsächlich Profi in ihrem Gebiet ist. Und aus diesem Grund steht bei uns auch das Thema Hautgesundheit im Fokus. Und ich denke, wir wissen auch ganz genau, wie man maßgeschneiderte und wirksame Produkte entwickelt. Und das ist besonders wichtig, denn Hautpflege soll ja auch ein Ergebnis haben und eine Verbesserung auf der Haut zeigen. Und das natürlich möglichst schnell. Und unser Wissen wollen wir mit euch teilen. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast zusammenstellen. Und alles soll sich hier um dieses Thema Hautgesundheit drehen. Heute ist der allererste Podcast, mit dem wir loslegen wollen. Und wir haben gedacht, das Beste ist, wir stellen euch die Marke Dermalogica erst einmal vor. Und wir, das sind heute Vera Nordquist, das ist die Education Managerin, und ich bin Bettina Zammert und bin die PR und Communication Managerin. Ja, wir fangen heute auch mal an, weil wir haben das Vorrecht, weil wir sind beide besonders lange schon bei Dermalogica und denken, vielleicht ist es interessant, wenn ihr aus unserer Sicht mal hört, was für uns bei der Marke das Besondere ist. Also ja, ich würde mal einfach auch die Vera fragen, wenn ich dich jetzt so Knallauffall frage, was würdest du sagen, was ist das ganz Besondere, was aus deiner Sicht Dermalogica von anderen Marken unterscheidet? Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin jetzt auch seit 12 Jahren bei Dermalogica und ich weiß noch genau, als ich damals Dermalogica kennengelernt habe, das war in der Ausbildung, tatsächlich dann auch schon vor 18 Jahren. Und was mich immer unheimlich fasziniert hat, das ist unsere Gründerin, das ist die Jane Wirwand und sie ist selber professionelle Hautpflegeexpertin, die in England damals ihre Ausbildung absolviert hat. Und sie ist dann 1983 mit ihrem Mann ausgewandert und hat dort festgestellt, dass es da keine vergleichbare Aus- und Weiterbildung für Hautpflegeexperten gab. Also zur Erklärung, wir sagen ja immer Hautpflegeexperten statt Kosmetikerin, weil wir einfach glauben, all das Wissen, was dieser Hautpflegeexperte über die Haut wissen muss, ihn einfach zu einem Experten dann auch in seinem Fach macht. Deshalb einfach Hautpflegeexperte. Und für sie war immer das Ziel, eine sehr hochwertige Weiterbildungsform zu schaffen. Und deshalb hat sie im Jahr 1983 dann als allererstes das International Dermal Institute gegründet. Das bedeutet, da konnten dann auch erstmal Hautpflegeexperten aus ja, allen möglichen Bereichen sich erstmal unabhängig weiterbilden, um da ein weiteres Wissen auch zu bekommen, was die Hautpflege, was das Hautwissen angeht. Ja, und das ist das, was mich damals schon so in der Ausbildung sehr fasziniert hat, dass es da nicht erst das Produkt gab, sondern es gab Jane Wirwand, die als allererstes das Weiterbildungsinstitut gegründet hat. Und das weiß ich noch, Bettina, da warst du nämlich auch damals vor 18 Jahren und hast das vorgestellt. Und ach, einmal. Echt? Okay, cool. Ja, wirklich, habe ich in der Schule vorgestellt, im College, okay. Genau, und da war das natürlich auch ein Punkt, den ich da nie vergessen werde. Man war ja damals unheimlich auch nur noch so drauf bedacht, oh, das muss gut riechen, das muss sich gut anfühlen. Und wir sind ja eine sehr cleane Hautmarke, bedeutet also ohne künstliche Duft- und Farbstoffe. Und dann weiß ich damals noch, dass ich das erstmal sehr interessant fand, dass man nicht so einen künstlichen Duft hat. Und das ist so für mich das Besondere. Ja. Aber ich würde auch mal das zurückgeben an dich, was für dich so das Besondere ist. Ja, ich habe natürlich auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Also ich kann mich noch erinnern,
Also, als ich, wo fange ich an? Vielleicht sogar bei meinem Vorstellungsgespräch. Als ich mich damals, ich bin jetzt inzwischen auch fast 20 Jahre, also 19 Jahre jetzt fast bei Dermalogica, mega lange Zeit. Und als ich damals mich beworben habe und zu dem Vorstellungsgespräch gekommen bin, da habe ich so gedacht, oh, naja, also ich finde Kosmetik total spannend und interessant. Über die Marke gab es aber eigentlich im Grunde noch gar nichts im Internet. Also vor 20 Jahren hattest du, da war noch nicht das Internet so gut bestückt wie heute. Und ich habe immer nur gehofft, hoffentlich ist da nicht so viel Shishi. Hoffentlich ist das nicht so eine Goldmarke und da kommst du hin und alle sind so extrem geschminkt. Das war ja nun gar nicht so mein Ding und ist es heute auch nicht. Und ich fand es total klasse, da hinzukommen und dann da auch zu sehen, da waren dann so große Plakate, wie da die Models dargestellt wurden oder die Frauen, weil Models waren es ja gar nicht. Es waren tatsächlich Mitarbeiter der Firma. In Amerika gab es das eben schon natürlich ein bisschen länger als bei uns in Deutschland. Und ich fand es einfach ganz toll, dass das so ganz natürliche Frauen waren. Und ich glaube, da war sogar auch ein Mann dabei, der im Marketing arbeitete. Und die sahen überhaupt kein bisschen nach Kosmetik aus, in dem Sinne. Und ich finde das immer toll, wenn ich bei dieser Geschichte höre, dass damals, als Jane die Marke gegründet hat, dass das so eine totale Revolution auf dem Markt war, weil die Verpackungen waren Unisex, schon in diesem Grau-Weiß, wie wir sie heute haben. Also kein Gold, kein Schnickschnack, unparfümiert. Und gerade das zu einer Zeit, wo ich meine, ich habe ja selber nun noch Bilder von mir aus dieser Zeit, 86, Ende der 80er, da war eigentlich alles bunt. Ja, ich habe fürchterlich hoch gepuschte Haare und der Lippenstift passt zum Lidschatten und zum Rouge und alles in Knallpink. Und das kann ich mir wirklich jetzt richtig vorstellen, dass das damals so was war, wo alle gesagt haben, was ist denn mit der Frau los? Was will Jane Wervin denn mit diesen Produkten und will da nichts parfümiert haben, will da kein Gold dran haben, will da kein Pink dran haben? Also das ist schon, ich meine, ich merke das ja auch heute noch, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die dann finden, dass die Produkte oder überrascht sind, dass dieser Geruch nicht parfümiert ist, sondern dass das eigentlich im Grunde nur nach den Inhaltsstoffen riecht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, vor 35 Jahren, also wir sind ja, auch dieses Jahr haben wir ja 35-jähriges Jubiläum. Und wenn man sich jetzt vorstellt, vor 35 Jahren, wie muss das da gewesen sein? Ne? Und das ist immer das, was dass ich damals schon fand, dass das wirklich ein ganz toller Ansatz ist in der Kosmetik, das auch clean zu halten. Und clean ist ja jetzt auch so ein Begriff, den viele verwenden, aber clean war ja auch schon das, was wir damals schon gehabt haben. Also wir haben ja auf bestimmte Inhaltsstoffe verzichtet, ne, die wir nicht da drin hatten. Und das fand ich eigentlich so unheimlich spannend an der ganzen Sache. Oh ja, oh ja, das war, also das, daran werde ich mich immer erinnern. Und wenn du jetzt so sagst, 80er Jahre, ich habe da auch direkt meine Bilder vor Augen, so Kinderbilder mit so knallbonbonfarbenen Klamotten. Ja, das ist der Unterschied. Und Bei dir waren es Kinderbilder und bei mir sind es schon Bilder mit Lidschatten. Also oh. ja, okay, gut. Alles schon ein bisschen wild. Und ja, dann kamen diese Produkte und man muss ja auch sagen, dass sich seitdem oder nicht viel verändert hat von der Umverpackung her. Wir waren ja schon immer so in diesem grau-weißen Look, wer das schon kennt. Und die Besonderheit ist auch, dass wir keine Tiegel haben. Wir haben ja alles Spender und Tuben. Also du gehst ja auch nirgendwo mit deinem Finger rein. Und seitdem hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Und das hat aus dem Aspekt, auch was du alles schon erzählt hast, eben die Kosmetikbranche richtig revolutioniert. Ja, und mir fällt dann auch auf, also gerade du hattest das ja erwähnt, eben mit den Kosmetikschulen. Und mir ist auch aufgefallen zu meiner Zeit, als ich also auch Trainings gemacht habe für Dermalogica, dass es da ja auch ganz unterschiedliche Ausbildungsqualitäten gab. Ich meine, das ist ja jetzt inzwischen auch, es gibt jetzt den Kosmetikmeister auch, den man machen kann. Und dass es damals aber auch noch relativ viele Frauen gab, die vielleicht auch die Ausbildung gemacht haben, weil sie in erster Linie so in Richtung Visagismus gehen wollten. Und also, dass dieses Thema
Hautpflege, Hautpflege-Coaching kann man ja schon fast sagen, dass das so in den letzten Jahren immer stärker rauskommt, dass also Kosmetik auch mehr kann und können sollte, als einfach nur gut aussehen. Und ich finde das halt auch ganz toll, vielleicht kann man das ja auch an dieser Stelle mal erwähnen, dass Jane Wirbond ja auch schon seit damals eigentlich ganz viel Wert darauf gelegt hat, dass Frauen gefördert werden. Also Frauen in, also die Kosmetikbranche ist ja die Branche, in der die meisten Frauen arbeiten und in der die meisten Frauen auch selbstständig sind. Und dass sie von Anfang an Wert drauf gelegt hat, dass es also nicht nur um Produktinformation und Schulungen geht, sondern auch darum, dass Frauen lernen, sich selber gut zu vermarkten und erfolgreich zu sein. Das finde ich zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man diesen Markt, den Kosmetikmarkt, auch immer weiter professionalisiert und darauf drauf Wert legt, den Frauen, die dort arbeiten, natürlich arbeiten auch Männer, die sollen ja auch ihre Infos kriegen, so ist das ja nicht gemein. Die dürfen aber auch mitmachen bei uns. Ja, die dürfen auch mitmachen, genau. Natürlich, aber es ist halt immer, wie gesagt, wir betonen das ja immer mit den Frauen so, weil wirklich keine andere Branche so viele Selbstständige hat. Und ich finde es eben gut, dass man dort auch ganz viel Business-Know-how vermittelt in den Schulungen und sagt so, hey, worauf müsst ihr achten? Und wir sehen ja jetzt in der momentanen Covid-Krise, wie wichtig das ist, dass wir alle uns mit dem Thema Digitalität auskennen, ne? Und dass eben auch die Kosmetikinstitute im Idealfall sich selber auch digital aufstellen, eigene Internetpräsenz haben und dass eben auch der Endverbraucher, der geht ja heute eigentlich im Grunde nur noch digital durch das Angebot, weil in der Innenstadt kann er ja nicht. Ne? Ja. Da den Punkt finde ich auch gut, den du genannt hast, ist unheimlich viel, ist unheimlich ja auch digital geworden. Und wenn du dich so an die Anfänge zurückdenkst von Dermalogica, da konnte man sich das auch noch gar nicht so vorstellen. Auf einmal spricht man so mit seinen ganzen Kollegen weltweit in einem Zoom-Call zusammen. Ja, das stimmt. Und mittlerweile sind wir in über 80 Ländern auch vertreten und über 100.000 Hautpflegeexperten arbeiten mit Dermalogica im Institut. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und gerade diese Globalisierung finde ich immer wahnsinnig interessant. Am Anfang gefühlt hatte man so ein Buch, ein Papier, mit dem man gearbeitet hat in den Trainings. Wir sagen da Workbook zu. Und jetzt ist man mit den ganzen Kollegen über die ganze Welt so verbunden. Und ich habe auch noch eine Notiz hier stehen zu der Hautgesundheit. Wir haben ja eben gesagt, dass ja Dermalogica ganz ohne dieses Shishi auskommt von Anfang an und dass Hautgesundheit ein ganz wichtiger Aspekt ist bei uns. Und wir sehen halt viele Sachen nicht nur aus der Sicht, wie sieht die Haut jetzt oberflächlich aus, sondern dass wir auch einfach gucken, wo ist denn der Grund, wo ist denn tatsächlich auch die Ursache, weil dann können wir natürlich das bestmögliche Behandlungskonzept auch zusammenstellen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe vielleicht ein bisschen besonders Stress, könnte man Hinweis darauf geben, dass man darauf achtet. Oder es kann natürlich auch ganz einfach sein, man nimmt die falsche Reinigung. Aber dieses Umfassende ist für uns immer sehr wichtig in den Behandlungskonzepten. Also genau hinter die Fassade auch zu schauen, was nimmt der Kunde jetzt in dem Fall, um das auch richtig zusammenzustellen. Und auch was die Hautgesundheit angeht, wir haben ja keine reizenden Inhaltsstoffe, also kein Paraffinum liquidum, keine Parfümstoffe. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir tatsächlich von Anfang an auch absolut tierversuchsfreie Produkte hergestellt haben. Ja, absolut. Das finde ich auch. Und ich finde auch, also tierversuchsfreie Produkte und jetzt auch, das kann man ja auch erwähnen, die ganze Verpackung, die Produkte sind aus nachhaltiger, also die Kartonagen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und FSC zertifiziert. Aber es gibt jetzt auch immer weiter immer mehr Refill-Lösungen, also wo man quasi die Verpackung noch nutzen kann und sie einfach neu auffüllt. Oder auch sogar jetzt bei der Clearstart-Linie für junge Haut, sogar, dass die Verpackungen recycelt werden. Und all das zusammen, das ist eben das, was ich auch finde, was es so, so
so komplett macht, also auch so zum Beispiel das Face Mapping, die Hautanalyse, dass man wirklich ganz genau hinguckt und dann auch so einen richtigen Pflegeplan für die Haut zusammenstellt. Das ist nicht so, ach ja, wir gucken mal und ach komm und dann unterhalten wir uns bei der Behandlung über irgendwas, sondern es geht alles geht darum, was kannst du machen, dass du echt die beste Haut kriegst, die du haben kannst. Und das finde ich einen super Ansatz. Weil natürlich möchte man auch, also ich meine, klar, Hautgesundheit, wir wissen, das ist das größte Organ und wenn die Haut gesund ist, dann hat das auch eine positive Auswirkung auf den Körper. Aber es ist ja auch so, dass man auch was sehen möchte. Man möchte ja auch eine Verbesserung auf der Haut sehen. Und das finde ich zum Beispiel ganz toll, diese vielen positiven Rückmeldungen, die man kriegt und ja auch das, was ich selber an meiner Haut feststelle, ne, dass die wirklich, wirklich besser geworden ist und weil ich habe immer so eine ganz empfindliche Haut und da war früher das wirklich sehr unangenehm teilweise, was ich für Produkte ausprobiert habe und wie das Ergebnis dann auf der Haut war. Und da bin ich jetzt sehr froh und ich finde es einfach toll, wenn man auf ganz verschiedene Arten und Weisen dann so viele positive Rückmeldungen darüber kriegt, dass Leute sich freuen, dass ihre Haut sich verbessert hat. Und da zum Beispiel auch so Sachen, dass man eben auch ganz viel im Internet so kleine Widgets machen kann, also so kleine KI-gestützte Programme, mit denen man zum Beispiel eine Hautanalyse machen kann und so. Und das finde ich einfach gut. Also das vermittelt auch, ja, was dahinter steht für eine Technik und für Know-how, ne? Ja, und das, ich finde auch bei dem Face-Mapping, bei unserer patentierten Hautanalyse, dass du dir das, die Haut ja nicht nur in so einem Gesamtbild einmal anschaust und sagst so, ich glaube eine trockene Haut oder Mischhaut, sondern man geht ja wirklich so Zentimeter für Zentimeter über die Haut drüber, also so ganz schematisch von oben nach unten und schaut sich so jeden Bereich an, weil das kennst du ja auch wahrscheinlich, dass man ja auch nicht überall gleich im Gesicht ist. Vielleicht ist die Stirn auch schon mal irgendwie ein bisschen empfindlicher oder hat mehr Pickel als jetzt das Kinn. Und das hat natürlich auch ganz verschiedene Gründe und Ursachen. Und da kann es natürlich dann auch schon mal sein, dass man da einfach unterschiedliche Produkte auch mal anwenden muss. Also es ist nicht nur so diese Pauschallösung, ich gucke einmal drüber, sondern es wird sich die Haut wirklich ganz genau angeschaut und unter die Lupe genommen. Das finde ich oder fand ich auch damals schon eine ganz besondere Herangehensweise bei der Hautanalyse. Ja, und da hast du dann das auch, was ich eben gut finde an der Stelle, wenn ich da einhaken kann, dass man dann eben genauso, wie man die Haut in verschiedene Areale unterteilt, kann man auch sagen, so in dem und dem Areal, in der und der Zone brauchst du das und das Produkt und woanders ein anderes Produkt. Das heißt, es gibt da auch keine 0815-Lösung, so hier hast du die Linie für die und die Hautproblematik, dann nimm mal, sondern die Pflege wird wirklich ganz genau auf das abgestimmt, was auf der Haut los ist. Und das ist ja auch eigentlich ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt. Ja, warum soll ich jetzt eine Pflege nehmen für einen bestimmten Hautzustand, wenn aber meinetwegen ich zusätzlich irgendwas habe wie Unreinheiten am Kinn und der Rest ist von mir empfindlich, dann muss ich ja auch diese Unreinheiten irgendwie gezielt bearbeiten. Und das macht einfach Sinn. Ich finde, das ist einfach ein Konzept, was wirklich sinnvoll aufgebaut ist und auch so gut verständlich dann vermittelt, was Haut eigentlich ist, eben nämlich was ganz Dynamisches so, ne? Und wie du auch eben schon sagtest, mit den Widgets, es ist auch viel jetzt digital geworden. Also man kann sogar auch das Face-Mapping, falls man jetzt momentan nicht in Institut gehen kann oder auch es mal nicht zu einer Behandlung schafft, bei uns ja auch ein digitales Face-Mapping machen, dass man schon mal so eine erste Idee auch bekommt. Im Idealfall wird es natürlich auch noch mal von einem Hautpflegeexperten unterstützt dann vor Ort. Und wir haben ja eine weiter oder noch etwas, was wir dazu gewonnen haben im letzten Jahr, sind unsere digitalen Masterclasses. Also auch das ist noch mal so ein weiteres Mosaik in diesem ganz vielfältigen Bild von Dermalogica. Und die Masterclass, das sind etwa einstündige digitale, ich sag mal ja wirklich wie so eine Klasse, aber also Unterricht ist es nicht, aber wir haben so unterschiedliche Kurs, Themen, ne? Ja, Kurse, ja wunderbar, genau das Wort hat gefehlt. Kurse, aber auch unterschiedliche Hautbilder. Es kann auch mal die empfindliche Haut sein. Zu Beginn des Jahres hatten wir jetzt Hals und Dekolleté, auch mit einer Yoga-Einheit, gerade so im Homeoffice. Und die haben wir
einmal im Monat. Also wir haben da jetzt auch ja ganz viele digitale und vielfältige Formate, gerade Lockdown-bedingt auch, die wir da entwickelt haben. Da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, also die Masterclasses, da kann man auf unsere Internetseite gehen, www.dermalogica.de, und dort nach Masterclasses schauen. Und da sieht man dann eigentlich auch, welche angeboten werden. Ne? Aber vielleicht können wir ja auch noch mal ein Wort darüber verlieren, was jetzt im Moment gerade mit unseren Dermalogica-Hautpflegeexperten ist. Die Institute sind ja geschlossen. Ja. Also was wäre jetzt so vielleicht von dir, was glaubst du, wie könnte jetzt der Kunde draußen ganz normal seine Kosmetikerin, seine Hautpflegeexpertin unterstützen? Was wäre so dein Vorschlag da? Also viele Hautpflegeexperten, die mit uns zusammenarbeiten, die bieten auch eine digitale Beratung an. Also ihr könnt da auf der Homepage gucken oder viele sind mittlerweile auch auf Instagram gut vernetzt, dass man auch da eine Beratung bekommen kann, die digital funktioniert. Meistens dann übers Handy, via FaceTime oder auch WhatsApp. Und so kann man sich dann auch in der Zeit, wo ich jetzt vielleicht nicht zur Behandlung gehen kann, trotzdem auch eine Beratung holen von meiner Hautpflegeexpertin. Und so könnt ihr sie auf jeden Fall gut unterstützen. Ja. Und da kannst du ja auch bestimmt, bieten ja auch einige Hautpflegeexpertinnen dieses, wie heißt es, Click und Collect an, dass man vielleicht auf deren Seite auch gucken kann, welche Produkte man gerne hätte, und man kann sie direkt nach Zeitabsprache dann auch abholen. Ne? Ich glaube, das bieten auch einige an, oder? Ja, genau. Also das bieten einige an. Manche bringen oder bieten auch einen Versandservice an. Aber einfach fragen, nachhören, da gibt es ganz viele Angebote jetzt momentan. Ja, das wäre dann vielleicht auch so von unserer Seite vielleicht auch noch ein Aufruf, wie ihr da draußen eure Lieblingshautpflegeexpertin unterstützen könnt, um ihr auch dabei zu helfen, jetzt durch diese Zeit zu kommen. Und ja, das vielleicht noch ein Schlusswort von dir, Vera. Ich überlege gerade. Ja, ich bin auch gerade dabei. Guck, ob wir jetzt noch irgendwas verpasst haben oder in den Notizen. Aber ich glaube, wir haben schon ein ganz umfassendes Bild so für die erste Folge geben können. Ja, ich hoffe. Ja, ich denke schon. Und ich glaube auch, dass wir noch ganz viel auch ja zu erzählen haben und viele weitere spannende Themen. Ihr dürft euch natürlich auch immer gerne melden, falls ihr noch eine besondere Frage habt, wo ihr sagt, Mensch, das wollte ich schon immer mal wissen. Also gerne her damit. Am besten über welchen Kanal? Am besten über Insta oder info@dermalogica.de könnt ihr auch was schreiben. Perfekt. Ja, und dann hören wir mal, ob ihr Ideen habt, ob ihr was hören wollt von uns. Und sonst machen wir uns Gedanken, was euch vielleicht auch noch interessieren könnte. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.